Moin Moin und willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand, mega stark, dass du wieder dabei bist. Und in dieser Folge geht es darum, wie du deine berufliche Vision erschaffst. Und so eine berufliche Neuorientierung, das ist schon mit ein bisschen Mühe und Arbeit verbunden. Und deshalb brauchen wir eine wirklich starke Vision. Und das machen wir hier. Anschließend gibt es dann noch eine Meditation, wie wir den Ganzen da ein bisschen mehr Kontext geben und wo du wirklich Klarheit für deine berufliche Vision bekommst. Und das ist deshalb so wichtig, weil diese Vision, die ist für dich wie der Treibstoff, kannst du dir vorstellen. Der Treibstoff für deine berufliche Neuorientierung, für deine berufliche Transformation. Und wenn du die wirklich klar hast, wirklich stark hast, dann geht dir die Energie nicht aus. Dann wirst du auch weitermachen, auch bei Passagen, die dir auch schwerfallen. Und werden Herausforderungen kommen? Natürlich, die werden kommen. Aber genau dazu brauchst du ja diese Vision, damit du sicher gehst, dass du es trotzdem durchziehst. Hier ist es wichtig, dass du dir erlaubst, wieder zu träumen. Eine Vision, die muss sexy sein. Die muss dich wirklich antreiben. Eine durchschnittliche Vision als Durchschnittlichkeit macht dir wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Warum? Das soll doch wirklich dann die Sache sein, die Vision, für die du brennst, warum du dann losgehst. Und ein durchschnittliches Gehalt mit einem sicheren Einkommen, das ist nicht wirklich sexy. Also erlaube dir hier einfach mal ein bisschen zu spinnen, groß zu träumen. Das Schöne an einer Vision ist, sie hat keinen Realitätsanspruch. Eine Vision müssen wir nicht erreichen. Die soll uns nur in etwa die Richtung geben. Mein Leben ist voller schrecklicher Ereignisse, von denen die Hälfte noch nicht mal eingetreten ist. Michel de Montaigne. Wir machen das ja sowieso die ganze Zeit. Wir erschaffen uns unsere Realität selbst. Meistens aber total unbewusst und meistens sehr, sehr negativ. Also öffne dich doch einfach bloß mit den Gedanken, dass das auch irgendwie anders gehen könnte. Und das Schöne ist, dein Gehirn, das kennt keine Grenzen. Also dein Gehirn, das ist das ganz, denen ist das egal, ob du dir vorstellst, ob du jetzt im Monat 10.000 Euro verdienst, 7.000 oder bloß 2.000. Und wenn wir das doch wissen, dann geh doch lieber für die 10.000. Und wenn du jetzt gleich dann denkst, oh mein Gott, das ist ja viel zu viel Geld, brauche ich ja einen neuen Geldbeutel und dann will jeder was von mir. Keine Angst, es gibt dann noch genügend limitierende Glaubenssätze, dass du dann doch nicht über Nacht reich wirst. Also erlaube dir das einfach mal. Und bitte, du nimmst einfach dieses Beispiel jetzt für die Werte, die dir wichtig sind. Ich habe da schon ein anderes Video gemacht, wie du erstmal Klarheit für deine Werte bekommst mit einer Meditation. Das werde ich unten in diesem Video hier verlinken. Da findest du das. Und das ist hier quasi der Teil 2. Da geht es darum, der Klarheit, die du ausgearbeitet hast, der ein bisschen mehr Kontext zu geben. Und wir werden jetzt gemeinsam gleich in die Meditation gehen, wo du Klarheit für deine berufliche Vision bekommst. Und wir beginnen hier mit dieser Meditation, wo du Klarheit für deine berufliche Vision bekommst, indem wir wie gewohnt erstmal im Raum ankommen. Dazu lade ich dich ein. Schau dich erstmal in diesen Raum um, wo bist du gerade? Und nehme einfach mal 5 Gegenstände wahr, ganz egal welche. Dann nehme 4 Sachen wahr, die du gerade spüren kannst. Die Kleidung auf deiner Haut vielleicht, deine Kopfhörer, deine Sitzunterlage oder allgemein, wie du dich gerade fühlst. Dann nehme 3 Dinge wahr, die du hören kannst. Meine Stimme. Vielleicht draußen die Autos oder irgendwelche Hintergrundgeräusche, vielleicht ein Herzschlag. Dann nehme 2 Dinge wahr, die du gerade riechen kannst. Wie riecht der Raum, wo du gerade bist? Vielleicht magst du auch einfach an deiner Hand, an der Haut riechen. Und dann nehme ich noch eine Sache wahr, die du gerade schmecken kannst. Wie ist gerade dein Geschmack im Mund?
Und so gehen wir jetzt in die Meditation. Und zu Beginn lassen wir einfach alles los, was wir für diese Meditation nicht brauchen können. Das geht ganz einfach, indem wir gemeinsam einmal einatmen und mit einem Geräusch, mit einem schönen Seufzer wieder ausatmen. Und nochmal einatmen und wieder ausatmen. Und nochmal einatmen und alle Schwere loslassen. Lasse nun dein Atem in seinen natürlichen Rhythmus fließen. Und wir werden jetzt uns mal anschauen, was deine berufliche Vision ist. Die Art von Berufung, die dich wahrhaftig erfüllt. Und wir lassen die ganze schwere Arbeit, wir lassen das einfach unser Unterbewusstsein für uns machen. Habe Vertrauen. Ich zähle jetzt bis drei und dann erscheint vor deinem inneren Auge eine Szenerie, ein Bild, wo du bist, total erfüllt in deiner Berufung. Und den ersten Impuls, den nimmst du einfach. Vielleicht sind auch jetzt schon Bilder da, aber lass dich einfach überraschen. Sei ganz offen. Du kannst dabei nichts falsch machen. Eins, zwei und drei. Was siehst du? Was nimmst du wahr? Und auch wenn du nichts wahrnimmst, auch wenn du nichts siehst, spüre, wie würde sich eine erfüllte Berufung anfühlen. Das Gefühl ist sowieso viel wichtiger. Schau dich einfach mal um. Wo bist du? Wie sieht deine Umgebung aus? Bist du draußen oder bist du drinnen? Bist du alleine oder mit anderen zusammen? Welche Farben dominieren? Wie ist die Atmosphäre? Und nimm dir einfach mal ein bisschen Zeit, dich hier umzuschauen. Welche Details kannst du erkennen? Was trägst du? Vielleicht spürst du sogar die Kleidung auf deiner Haut. Deine neue Kleidung. Kannst du deine Sitzunterlage spüren, wo du gerade bist oder wo du gerade stehst in deiner Berufung? Was hörst du? Welche Geräusche sind dominant? Rieche einfach mal die Luft. Wie riecht das da? Wie ist das Klima? Angenehm warm oder angenehm kühl? Und was machst du da genau? Und das Wichtigste überhaupt? Wie fühlst du dich da? Wie fühlst du dich bei einer Tätigkeit, vor der du weißt, dass sie sich absolut erfüllt, die dir Freude bereitet. Eine Tätigkeit, wo du sagen würdest, das wäre viel zu schön, um wahr zu sein. Dann ist es richtig. Genieße dieses Gefühl einfach. Bleibe hier. Sieh dich die Dinge tun
und achte darauf, wie du sie tust. Was für eine Person bist du, wenn du in deiner beruflichen Kraft bist? Wie bewegst du dich? Wie gehst du durch den Tag? Mit wem redest du? Wie redest du? Über was redest du? Mache diese Vision hier so deutlich für dich wie nur irgendwie möglich. Und konzentriere dich jetzt auf dein Gefühl, auf dein Herz. Wie fühlt sich das an? Und wenn dieses Gefühl, diese wunderbare, erfüllende Empfindung eine Farbe hätte, welche Farbe wäre das dann? Und du nimmst hier die erste, die dir in den Sinn kommt. Und stell dir vor, wie sich diese Farbe zusammen mit deinem Gefühl in deinen Körper ausweitet. Mehr und mehr und mehr. Intensiver wird. Mehr und mehr und mehr. Gönn dir das, erlaub dir das. Stell dir vor, du hättest einen Lautstärkeregler wie auf einem alten Radio. Und dort könntest du diese Empfindung, dieses Gefühl, diese ganze Intensität, könntest das alles aufdrehen und stärker machen und noch stärker und noch stärker. Und jetzt schau dich mal, wie fühlt sich das für dich an? Du machst die Dinge, die dir Freude bereiten, weil du sie einfach gut tun kannst. Du bist absolut klar, was du machen möchtest. Vielleicht bist du auch ein bisschen nervös, weil du denkst, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Das ist gut. Das zeigt, du bist auf dem richtigen Weg. Aber wir müssen uns hier nicht damit beschäftigen, wie wir das erreichen wollen. Hier geht es einzig und allein, was wir wollen. Mit wem willst du arbeiten? Wie willst du arbeiten? Wann und wo? Nach welchen Werten? Möchtest du mehr Freizeit haben? Mehr Geld? Kreativer sein? Möchtest du flexibel sein? Sollen dort deine Freunde, deine Familie drin Platz finden? All das ist möglich. All das darf sein. Wir dürfen es uns in erster Linie erlauben zu träumen. Und das ist die Grundlage, dass wir es auch uns in der Realität erschaffen können. Und ich lade dich ein, dieses Gefühl jetzt als Ressource, als kraftvolle Ressource in deinen Körper zu speichern. Das geht ganz einfach, indem du drei tiefe Atemzüge nimmst und mit jedem ein Atemzug saugst du diese ganze Empfindung in dein Herz hinein und mit jedem Ausatmen festigt sich das alles. Lässt du los und vertraust. Wir atmen ein und aus. Wieder ein. Und aus. Und wieder ein.
und aus. Und wenn du möchtest, dann bleibe hier noch ein bisschen in der Meditation. Ansonsten lade ich dich ein, beweg deinen schönen Körper, reck und streck dich und komm in deinem eigenen Tempo wieder hier an. Du kannst diese Meditation gerne wiederholen und mich würde es unglaublich freuen, wenn du deine Erkenntnisse mit mir auf YouTube in den Kommentaren teilst. Es war mir eine Ehre, dich begleiten zu dürfen. Auf ein baldiges Wiedersehen. Dein Ferdinand.